Also wir schauen uns alle Filme an und dann reden wir darüber und überlegen uns, was wir über diese Filme denken und dann vergeben wir am Ende Preise. Ich bin sehr froh, in der Jugendjury zu sein, weil ich in einer Woche einfach 28 so verschiedene Filme schauen kann, weil ich es schön finde, bestimmte Filme kennenzulernen, die bestimmte Probleme ansprechen und auch die Wahrheit auf den Punkt bringen, wo wir eigentlich normalerweise wegschauen. Verschiedene Meinungen kennenzulernen und dabei meine eigene Sicht auf die Welt zu hinterfragen. Weil ich Berlinale Filme sehen kann, die Geschichten erzählen, die ich davor noch nicht so gehört hätte. Man lernt auch ziemlich viel über andere Kulturen und Länder. Die Story hätte mich nicht so interessiert und am Ende gefiel mir sie dann doch besser, als ich am Anfang dachte. Meine Meinung auszutauschen und ja. Entscheidung einfach so schwer uns fallen wird. Oder bei mir ist es so, dass ich halt auch die Filme, die ich dann nicht so gerne mag, muss mir halt genau überlegen, was ich daran nicht mag oder was ich mag, damit man das dann auch mit den anderen teilen kann. Zuallererst mal schreibe ich immer nach dem Film mehr auf, was mir gut gefallen hat und so die Randthemen. Und zur anderen kann man ja, habe ich ein gutes Gedächtnis. Ja, wir kommen jetzt gerade vom Film und jetzt zeige ich euch mal den Besprechungsraum. Da besprechen wir immer die ganzen Filme, die wir geschaut haben und tauschen uns aus. Wenn es etwas anspricht, was so nicht geht oder die Wahrheit uns zeigt und das halt auch so thematisiert und uns nicht diesen Ausweg zeigt und sagt so, hey, es gibt immer ein Happy End, sondern einfach so die Wahrheit abspielt. Und wenn es das für einen Film für mich hier geschafft hat, die Wahrheit abzuspielen, ohne das irgendwie weiter auszubauen oder einen Happy End mit wir sind alle glücklich hat, dann ist es für mich eigentlich auch schon ein guter Film. Mich hat echt überrascht, dass es nicht mehr Filme zum Klima und zu so einen Themen dieses Jahr gibt, weil es ja so groß war das letzte Jahr. Ich finde, sollten mehr Filme von Frauen in die Kinos kommen und Filme, die andere Themen haben als, keine Ahnung, Superman-Stories oder so. Man muss es einfach mehr ausbreiten, die Filme vor allem auch zeigen, deren Stories irgendwie auch einfach mehr erzählen und sagen, ey, das thematisiert gerade das, ist, man sieht, es ist in unserer heutigen Gesellschaft falsch. Darüber gibt es einen Film und den siehst du zum Beispiel Kino 66. Also ich merke auf jeden Fall, dass viele von meinen Freunden anders denken als ich oder beziehungsweise eine andere Meinung dazu haben und das eigentlich, glaube ich, auch total uncool finden, in so kleinere Kinos zu gehen, weil es halt einfach, weil sie halt denken, ja, da laufen eh nur so Scheißfilme und so Erwachsenenfilme und so. Ich glaube, dass so eine kleineren Filme oder so unbekanntere eher dafür helfen, dass man Film wirklich so als Kunst ansieht und nicht nur so als Unterhaltungsmedium quasi. Also, sonst bin ich ins Kino gegangen und habe danach nicht mehr drüber nachgedacht und jetzt musste ich quasi richtig damit beschäftigen und es nicht nur schon zum Abschalten da. Beschäftigt sich mit ihrem Film sehr tief und sehr viel so. Aber es ist auch was Schönes. Also.